Felix, wir wollen über dein Buch sprechen, das jetzt jüngst als Teil der Theorieorg-Reihe im Schmetterlingsverlag erschienen ist. Rätekommunismus, Geschichte, Theorie ist der schlichte Titel von diesem Buch. Und dieses Buch ist ja lange angekündigt worden. Die Arbeit an dem Buch hat sich lange hingestreckt. Davon berichtest du auch so ein bisschen im Vorwort. Vielleicht kannst du genau anfangs erst mal erzählen, wie es überhaupt zur Entstehung dieses Buchs gekommen ist. Vielleicht auch, was dieser Schreibprozess für dich ausgemacht hat. Ja, es gibt natürlich die üblichen privaten Gründe. Ich betreibe diese Forschung nicht hauptberuflich, wie, glaube ich, keiner in Deutschland. Also auch selbst wenn man irgendwo akademisch eingebunden ist, hat man ja auch mit wahnsinnig viel anderem Verwaltungs-Administrationskram zu tun, muss sich vielleicht auch irgendwelchen Zeitgeistmoden anpassen. Nein, also man macht solche Sachen und ich glaube, alle Leute, die sich damit beschäftigen, machen das irgendwie nebenher. Und das war sicherlich ein entscheidender Grund, dass ich halt einfach auch so mein Privat- und Berufsleben organisieren musste. Aber inhaltlich gesprochen ist es tatsächlich so, dass es auf der einen Seite sehr umfangreiche und sehr kleinteilige, detaillierte Studien gibt. Zum Beispiel von einem belgischen Autor, der auch Französisch und aber auch Deutsch schreibt, Philippe Bourinet, der also ja auch über Jahrzehnte Wissen in seine Forschungen angehäuft hat und da reingesteckt hat. Und damit konnte ich mich natürlich auch überhaupt nicht messen. Also ich habe ihn sicherlich häufig benutzt, um Sachen nachzuschlagen. Er arbeitet sehr enzyklopädisch, aber irgendwas, was in diese Richtung geht, nee. Und es gibt auch ältere deutsche Studien von, ich glaube, Hans-Manfred Bock, die noch aus den 70ern stammen, also so alt sind. Und trotzdem, der war ein Pionier in der Archivforschung, trotzdem immer noch sehr gediegen sind. So, also mein Anspruch konnte nicht sein, irgendwie diese großen Studien nachzuerzählen. Das wäre auf jeden Fall eine schwache Kopie geworden. Auf der anderen Seite gab es aber auch schon ziemlich gute, knackige Zusammenfassungen, zum Beispiel von dem niederländischen Historiker Marcel van der Linden. Ja, der macht das tatsächlich auch beruflich. Der war in diesem oder ist in diesem Institut für Sozialgeschichte in Amsterdam beschäftigt, wo die ganzen Nachlässe auch der Rätekommunisten liegen. Forschungsdirektor war der. Also der hat dieses unglaubliche Privileg und war dann irgendwann auch in der Lage, so eine Art Auszug aus seiner Forschung zu schreiben. Das ist eine hervorragende Darstellung des Rätekommunismus auf 20 Seiten. Also das war mir auch verbaut. Und ich habe mir also wirklich lange überlegt, wie kann man denn eigentlich trotzdem noch diesem Gegenstand etwas Neues abbringen? Und diese theoretische Fokussierung oder daran irgendwie rumzupuzzeln, das hat durchaus lange Denkzeit in Anspruch genommen. Ja, und was ist das? Oder welche Fokussierung habe ich mir da gewissermaßen ausgesucht? Oder worauf bin ich da gestoßen? Und der grundlegende Satz für mich ist, dass es im Rätekommunismus nicht so sehr, obwohl er ja Rätekommunismus heißt, nicht so sehr um eine Theorie der Räte gibt. Das war sogar ein großes Erstaunen. Es gibt eigentlich keine rätekommunistische Schrift, die eine Theorie der Räte vorlegt. Das ist wirklich erstaunlich. Nein, sondern es ist eigentlich eine Theorie, die mit einer Radikalität und Mitleidslosigkeit sondergleichen die Hürden, die das Proletariat im Prozess seiner Selbstbefreiung überwinden muss, beschreibt und darstellt. Ich denke, dass wir im Gespräch auch auf diese These immer wieder zu sprechen kommen. Wenn wir uns dem Rätekommunismus jetzt überhaupt erstmal annähern, auch historisch, dann ist ja eine Feststellung von deinem Buch zentral, nämlich, dass die Rätekommunisten die Räte nicht erfinden, sondern dass die Räte als proletarische Praxis der theoretischen Reflexion ja vorausgehen. Und dafür ist ja wichtig beispielsweise die russische Revolution von 1905, in der die Räte als Streik- und Aktionskomitees eben ganz gewaltig hervorgetreten sind. Und überhaupt am Anfang des 20. Jahrhunderts gibt es eine Debatte innerhalb der Sozialdemokratie über die Stellung zum Massenstreik. Und in dieser Massenstreikdebatte steht stehen sich ja zwei Lager gegenüber, die gewissermaßen Vorläufer auch dieser späteren Auseinandersetzung sind, um die es in einem Buch geht. Was sind das denn für Positionen, die sich da in dieser Massenstreikdebatte herausbilden? Ja, im Grunde genommen tatsächlich die spätere rätekommunistische Position. Also es gibt zu der Zeit, also in der Vorkriegszeit oder in der Zeit der ersten russischen Revolution in dem Sinne keine Rätekommunistinnen und Rätekommunisten. Naja, und auf der anderen Seite zeichnet sich aber auch schon die im Grunde genommen sozialpartnerschaftliche, verbürgerlichte, sozialdemokratische Position ab.
Also eigentlich der Jahrhundertkonflikt in der Arbeiterbewegung, also des 20. Jahrhunderts, der Konflikt des 20. Jahrhunderts, ist im Grunde genommen schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts ja vorgeprägt oder eigentlich schon vorstrukturiert. Nämlich auf der einen Seite den Weg zu gehen, sich in diese Gesellschaft, ich sag mal, hineinzukämpfen, dort seinen Platz zu finden als Arbeiter und auf der anderen Seite zu sagen, nein, es gibt eigentlich keine Versöhnung mit dieser Gesellschaft. Sie wird gewissermaßen die Anerkennung oder überhaupt die Emanzipation der Klasse oder wie man dann später gesagt hat, auch ihre Selbstaufhebung immer zu sabotieren wissen. Und das ist in dieser Massenstreikdebatte tatsächlich vorgeprägt. Ja, ich hatte ja gerade gesagt, der Rätekommunismus hat keine Rätetheorie vorgelegt. Und du hast es im Grunde genommen gerade gesagt, sie haben das, denke ich mal, auch bewusst nicht gemacht, denn die Räte sind ja da. Es war eine vor aller Augen liegende Praxis der Streikenden, und zwar in Massen streikenden Arbeiterinnen und Arbeiter. Und die Räte haben sich aus Streikkomitees heraus entwickelt, also erstmal aus der Notwendigkeit, überhaupt die Truppen aufzustellen, zu sammeln, irgendwie für den Kampf zu stählen. Und in dem Moment, wo es um ein bisschen mehr geht, ja, also wo es um mehr als nur Tagesforderungen geht oder um die Abwehr staatlicher, polizeilicher Repression, haben diese Streikkomitees, und das war in der russischen Revolution von 1905 ganz offensichtlich, ja, gesellschaftliche Aufgaben übernommen. Gesellschaftliche Aufgaben heißt Aufgaben, die jetzt auch jenseits des Betriebs oder jenseits der Fabrik liegen. Also Organisation im Stadtviertel, Selbstorganisation auf kommunaler Ebene und dann auch in Russland dann regionaler Ebene. Sie erwiesen sich auf einmal als Organe, mit denen man halt nicht nur einen Streik organisiert, sondern mit denen man auch vielleicht die Umgestaltung der Gesellschaft, der ganzen Gesellschaft in Angriff nehmen konnte. Und das Interessante oder das, was heißt Interessante, Skandalöse daran war, dass das ja in Russland stattfand, in einem Land, wo selbst die dort aktiven russischen Marxisten in der russischen Sozialdemokratie gesagt haben, es ist unmöglich, dass gewissermaßen das russische Proletariat für das, ja, bisschen pathetisch gesprochen, Weltproletariat, eine Avantgarde-Rolle einnehmen wird. Russland ist ein rückständiges Land, ist abhängig von einer westeuropäischen Entwicklung und es geht jetzt erstmal hier darum, in Russland bürgerliche, moderne, kapitalistische Verhältnisse überhaupt durchzusetzen, demokratische Verhältnisse durchzusetzen und dass das russische Proletariat und dann in seinem Gefolge auch das Kleinbürgertum und die Landarbeiterschaft und so, dass es da diesen Druck, diesen extremen weiten Sprung nach vorne gegeben hat, das war nicht vorherzusehen. Und in der sozialdemokratischen Debatte, speziell in Deutschland, um diese Massenstreiks, wurde im Grunde genommen diese russische Botschaft begeistert aufgegriffen. Eben als Beispiel, schaut her, es ist möglich, auch unter scheinbar widrigen, unter Bedingungen, die durch extreme Repressionen, staatliche Repressionen gekennzeichnet sind, einen doch sehr weitreichenden, sehr radikalen Kampf zu führen. Und da haben wir auf der einen Seite natürlich ganz klar, das ist die bekannteste von allen in dieser Debatte, natürlich Rosa Luxemburg, die diese Botschaft der russischen Revolution begreift und wirklich begeistert aufnimmt und propagiert in der deutschen Sozialdemokratie. Eben auf der einen Seite die sozusagen eine gewisse Spontanität und sozusagen auch eine Unvorhersehbarkeit der Klassenkämpfe und der Streikbewegungen sehen und auf der anderen Seite Leute, die ja sozusagen immer die Institutionen, Partei und Gewerkschaft auch schützen wollen vor spontanen Bewegungen und sich das eher so vorstellen, dass man dann im richtigen Moment von oben die Massen in Bewegung setzt und erst dann sozusagen kommt es zur Aktion. Das sind eine der Spaltungslinien, die ja dann während des Ersten Weltkriegs auch mit zur Spaltung der Sozialdemokratie führen. Und es gibt in dieser Zeit des Ersten Weltkriegs dann mehrere oppositionelle Gruppierungen, die man vielleicht auch als Vorläufer des Rätekommunismus bezeichnen kann,
die wurden damals oft linksradikal genannt und zum Beispiel gehören die Bremer Linksradikalen dazu oder die Bremer Linke, die auch schon im engen Austausch mit einigen Genossen aus Holland standen. Wenn wir solche Gruppierungen da vielleicht erstmal als Beispiel nur nehmen, was haben die denn in dieser Zeit des Weltkriegs für Positionen vertreten? Ich möchte noch ganz kurz einen Schritt zurückgehen, weil du da den richtigen, nochmal den richtigen Punkt genannt hast. Es gibt tatsächlich so etwas wie eine, ja, negative Dialektik der Organisation. Das Interessante ist ja, Partei und Gewerkschaften, also Sozialdemokratische Partei und ihre Gewerkschaften wurden ja wirklich immer stärker. Überragende Wahlergebnisse, ein großer Mitgliederzufluss in die Gewerkschaften. Und man könnte ja daraus ableiten, dass sich hier eine Gegenmacht aufbaut, die nur darauf wartet, dass es einen Anlass gibt. Das war zum Beispiel um 1910, 1911 die Diskussion um die Aufhebung des Dreiklassenwahlrechts in Preußen, die also nur auf ein Signal wartet, um irgendwie Lust zu schlagen. Und die negative Dialektik der Organisation ist, je stärker sie wird, desto schützenswerter, desto bewahrenswerter gilt sie auch. Desto mehr müssen wir aufpassen, jetzt von einem zentristischen oder einem revisionistischen Standpunkt ausgesprochen, müssen wir aufpassen, dass wir diese Organisation nicht einer Repressionswelle opfern. Ja, also das ist also die Stärke der Partei münzt sich im Grunde genommen nicht mehr in Aktionen auf der Straße, sondern wird zu einer Art Selbstzweck. Ja, also sie muss gewissermaßen bewahrt werden und auch vor den ungeduldigen Proletarierinnen und Proletariern. Und das spielt sicherlich auch im Ersten Weltkrieg eine sehr große Rolle. Der Anteil derjenigen in der Partei, ich sage das jetzt mal so etwas ungeschützt, die jetzt wirklich davon ausgingen, dass im Ersten Weltkrieg progressive Kriegsziele verfolgt werden. Dieses Narrativ gab es ja auch. Also wir müssen im Grunde genommen die westliche Zivilisation gegen die barbarischen Russen verteidigen. Ne? Also diese Erzählung, also eine Russenfeindlichkeit spielt auch eine Rolle. Aber ich würde trotzdem sagen, dass es in der Partei, und das sieht man ja auch, als die SPD sich spaltet, und wer dann alles zur pazifistischen USPD 1916, 1917 wechselt. Die Mehrheit der Partei war, glaube ich, durchaus dem Krieg eher skeptisch bis feindlich gesonnen, sagte sich aber, es ist immer noch besser, sich an dem Krieg zu beteiligen, also unterstützend und nicht defätistisch, um halt eine Repression, ein Verbot abzuwenden und um halt auch die kriegsführenden Kräfte zu Zugeständnissen zu bewegen. Was dann auch ab 1916, 17 in der Anerkennung der zum Beispiel der Gewerkschaften als legitimen Verhandlungspartner ja auch gelungen ist. So, und die, ja, linksradikale Minderheit, die nicht einheitlich war, tatsächlich kann man da wohl so von drei Gruppen sprechen, war zunächst da völlig isoliert, zumindest die ersten zwei Jahre. Also wir sprechen da von einer sächsischen Gruppe, womit dann der Name Otto Rühle assoziiert ist, der auch, ich glaube nicht sofort, aber auch schon eigentlich zu einem sehr frühen Zeitpunkt gegen die Bewilligung von Kriegskrediten stimmt. Ich glaube, am Anfang hat er sich auch nur enthalten. Naja, müsste man jetzt noch mal genauer nachgucken. Er war jedenfalls auch Reichstagsabgeordneter. Dann natürlich die Berliner Gruppe um Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht und die Bremer, die jetzt von diesen drei, gibt noch andere Strömungen. Es gibt noch einen Julian Borchardt, der eine linksradikale Gruppe oder ein Theoretiker mit einer linksradikalen Gruppe. Aber die am weitesten waren, denke ich mal schon, waren die Bremer Linken. Also das, der, was ist das, ein Ortsverband, aber jedenfalls die Bremer SPD war sicherlich die geschlossenste radikal-marxistische Gruppe auch schon in der Vorkriegszeit, wo Anton Pannekoek, der spätere zentrale Theoretiker des Rätekommunismus, auch als Parteilehrer gewirkt hat, also in einer Parteischule der SPD marxistische Schulung betrieben hat. Und im Grunde genommen arbeiten oder was diese Gruppen eigentlich erstmal nur machen können, sie sind abgeschnitten von einem lebendigen Bezug zum Proletariat. Also diese Streiks, die Hungerstreiks, dann die große Welle auch der Frontdesertation, alles das, was sich so spätestens ab zweite Hälfte 1916, 1917 herum entwickelt und was dann auch die Kampfbereitschaft des Heeres auch wesentlich unterminiert, das findet auch alles theorielos statt oder organisationslos statt.
Und was die linken, linksradikalen Kräfte tun, ist eine Sammlungsbewegung anzustrengen der europäischen antimilitaristischen, marxistischen Linken. Und das sind ja dann diese Treffen in der Schweiz, da diese Zimmertaler oder auch Kientaler Konferenz, dass man sich an irgendwelchen Schweizer Bergorten trifft, wirklich ganz, ganz kleine Gruppen, also Trotzki ist auch dabei und die machen dann immer so Witze, also die internationalistische Linke Europas passt in zwei Eisenbahnwaggons und so. Und man sondiert eigentlich dort die Möglichkeiten, auch aufgrund einer gärenden Unruhe im Hinterland, insbesondere im Deutschen, man sondiert die Möglichkeiten einer neuen, ja vielleicht internationalen, jedenfalls einer neuen marxistischen Linken. Aber man darf sich das nicht so vorstellen, dass diese Unruhen bis hin dann zum Ausbruch der russischen Revolutionen, es sind ja dann einige 1917, dass die unter irgendeiner organisatorischen, schrägstrich theoretischen Anleitung stünden. Sondern es handelt sich erstmal um existenzielle, geradezu existenzielle Widerstandsakte von Leuten, die ausgehungert sind, die in diesen Schlachten keinen Sinn mehr sehen. Also es gibt keine Erzählung mehr, die jetzt noch irgendwas rechtfertigt, wir müssen die Zivilisation vor den Russen verteidigen oder so. Und daraus erwächst dann diese Revolutionsbewegung, an die sich dann besagte Linksradikale, zu denen übrigens damals auch Lenin gehört, dann erst hängen. Wir haben dann eben 1917 in Russland die Revolution und im November 1918 die Revolution in Deutschland. Das Kaiserreich dankt ab, die Republik entsteht und man könnte ja dann meinen, das ist nun tatsächlich eine Räterevolution, weil sie von einer breiten Bewegung von Arbeiter- und Soldatenräten getragen wurde. Bei genauerem Blick muss man dann sagen, und darauf weist du auch hin in deinem Buch, es ist nur halb diese Räterevolution, weil zum Beispiel der Reichsrätekongress seine eigene Machtgrundlage fahren lässt und sich für die bürgerliche Nationalversammlung entscheidet, weil ganz viele Räte eben immer noch klassisch sozialdemokratisch bestimmt sind. Und im Grunde setzt sich ja dann sozusagen so eine Spaltungstendenz fort. Wir hatten die USPD als die pazifistische Partei, wo aber im Grunde alle Strömungen der SPD noch drin sind. Und dann eben gründet sich auch in Abgrenzung zur USPD 1918, 1919 die Kommunistische Partei Deutschlands, KPD. Und diese linksradikalen Gruppierungen, von denen wir gesprochen haben, sind mit dabei. Allerdings wohnt ja schon in dieser Gründungskonstellation der KPD ein Konflikt, der dann auch 1919 beim Heidelberger Parteitag zur Spaltung führt. Was ist denn da am Anfang von der KPD Gegenstand der Konflikte und der Diskussion? Ja, wenn wir das Ganze theoretisch, rein ideengeschichtlich betrachten, dann müssen wir feststellen, dass es in all diesen Jahren im Grunde genommen schon eigentlich in der Massenstreikdebatte, dass es in all diesen Jahren keinen klärenden theoretischen Diskussionsprozess gegeben hat, sondern die ganzen heterogenen Gruppen tragen im Grunde genommen ihre Heterogenität immer ja, durch die Jahre mit und sie werden letztendlich nie aufgelöst, nie geklärt. Es ist also ein Irrglaube, dass die KPD, ja, da sagt man, es gibt da verschiedene Gründungsinitiativen und der eine denkt ein bisschen mehr, der anderen denken mehr in die andere Richtung und so. Aber letztendlich erwächst daraus ja die marxistisch, später dann sagt man marxistisch-leninistisch gestellte kommunistische Partei. Und das ist zu keinem Zeitpunkt der Fall. Die Gründungsgruppen, die sich da Ende Dezember dann oder am Silvesterwochenende da zum Parteitag zusammenfinden, vertreten streng genommen kaum zu vereinbarende theoretische Positionen. Ich habe in einem Buch einen längeren Bericht von Karl Radek abgedruckt, wo er indirekt darüber berichtet. Karl Radek ist so dieser polnisch-jüdisch-russisch-deutsche Grenzgänger, der auch in der Bremer Linken aktiv war und der aber gleichzeitig von den Bolschewiken sowas wie der Deutschland-Emissär ist. Also eine extrem schillernde, auch faszinierende, dann auch wieder abgründige Gestalt. Und der berichtet von einem Zusammentreffen mit Johann Knief. Im Grunde genommen, ja, neben Rosa Luxemburg vielleicht die interessanteste und charismatischste auf ihre Weise Gestalt des jungen deutschen Kommunismus. Und dieser Johann Knief, also der
linksradikale Bremer Arbeiterführer, äußert sich dort in diesem Gespräch mit Radek, was Radek dann berichtet, oder den Bericht gibt Radek dann weiter, sehr, sehr negativ über Rosa Luxemburg. Ja, also er befürchtet, ja, die Rosa Luxemburg plant, oder es ist absehbar, mit der Luxemburg soll es eine Vereinigung mit der USPD geben und über die Vereinigung mit der USPD wieder eine Anbindung an die SPD und so. Also wir trauen ihr nicht. Ja, sie ist vielleicht Vertreterin dieser Spontaneitätstheorie, aber letztendlich bewegen sich ihre politischen Vorstellungen in den parlamentarischen Bahnen der Sozialdemokratie. Und das ist ein, wenn man das liest, es ist ein doch sehr, sehr überraschendes Statement. Es geht nicht darum, ob er jetzt recht hat. Es konnte nie herausgefunden werden. Rosa Luxemburg wird umgebracht. Johann Knief starb nur wenige Monate später an den Folgen einer, ich glaube, Lungenkrankheit, die er dann natürlich nicht adäquat behandeln konnte. So bleiben dann auch so diese Konflikte alle unausgesprochen oder es werden nicht geprüft, wie stichhaltig sie sind. Die Konfliktlinien sind tatsächlich, die auch in der KPD sind, um es jetzt auf den Punkt zu bringen, inwiefern setzt im Grunde genommen die KPD darauf, dass sie diese an der Basis sich befindenden Gärungsprozesse von radikalen Arbeitergruppen vorbehaltlos unterstützt. Ja, also das, was dann später Einheitsorganisation, Betriebsorganisation genannt wird. Es gab ja durchaus trotz aller sozialdemokratischen Hegemonie eine linksradikale Fraktion in der Arbeiterschaft. So ist es ja auch nicht. So, oder umgekehrt, ist die KPD eine Partei, die wirklich sich als Avantgarde versteht und im Grunde genommen diesen Prozess der Radikalisierung von oben steuert. Und von oben steuert heißt zum Beispiel auch zu entscheiden, und das war Mitte 1919 der Fall, wir planen eine Vereinigung oder eine Zusammenarbeit mit den linken Sozialdemokraten an. Wir sind bereit, uns an Parlamentswahlen zu beteiligen. Wir sind bereit, in die offiziellen Gewerkschaften zu gehen, um darüber, über so eine institutionalisierte Politik, eine Verankerung in den Massen zu bekommen. Und diese letztendlich ungeklärten Fragen, welche Rolle haben eigentlich Kommunistinnen, Kommunisten in den Klassenkämpfen? Sind sie im Grunde genommen wirklich die Avantgarde, die sagen, wir wissen, was der Revolutionsfahrplan ist und arbeiten den ab? Oder steht man eher auf dem Standpunkt, wir haben eigentlich nicht viel mehr zu tun, als, naja, Postboten zu sein? Also Leute, die Botschaften überbringen, die verschiedene Gruppen miteinander vermitteln und diesen Basisprozess eigentlich begleiten. Und das ist es, was dann diesen Spaltungsprozess, also von der SPD zur USPD, zur KPD, dann weiter zur KAPD und zu den Arbeiterunionen forciert. Es ist Paul Levy, der bei diesem Heidelberger Parteitag 1919 eben durchsetzt, dass die KPD an den Wahlen teilnimmt und in die Gewerkschaften reingeht. Und daraufhin geht ja tatsächlich ein großer Teil der Partei durchaus raus und gründet dann eben im April 1920, du hast es erwähnt, diese linkskommunistische KAPD, von der man jetzt vielleicht sagen kann, das ist nun eine retokommunistische Partei im weiteren Sinne. Was ist denn zusammengefasst das Programm von dieser KAPD? Und genau dem würde ich widersprechen. Also es ist keine rätekommunistische Partei. Also erstmal ist es tatsächlich so, es gibt ja immer so einen pathetischen Spruch, nicht ich habe die Partei verlassen, die Partei hat mich verlassen. Diese Linksradikalen wären, glaube ich, schon in der KPD geblieben. Da ging es jetzt da, also und der Rote Oktober, Lenin, Mitgliedschaft in der Kommunistischen Internationale, das waren Fixpunkte. Die wurden erstmal von der Mehrheit, ja, da zeichnet sich schon wiederum die nächste Spaltung ab, aber sie werden von der Mehrheit der Linksradikalen, es gibt also auch eine Minderheit, aber sie werden von der Mehrheit nicht bestritten. Und wenn man sich das KAPD-Programm anguckt oder die verschiedenen Leitlinien, dann, ich habe das auch mal rausgesucht, habe das auch beschrieben, dann gibt es in diesem langen Papier viele Überlegungen zur Rolle der Partei, zur Verortung in der Internationale, also auch in den internationalen Klassenkämpfen. Und es gibt dann einen dürren, kleinen Paragraphen zu den Räten, die natürlich als gegeben hingenommen werden, sie werden nicht weiter problematisiert. Man sagt dann, die Räte sind die natürliche Organisationsform des kämpfenden Proletariats. Und das wird dann gar nicht weiter irgendwie ausgebaut oder weiterverfolgt oder
Daraus werden keine größeren Schlüsse gezogen, sondern auch die KAPD ist im Grunde genommen von der Frage besessen, welche Rolle nimmt eigentlich die Avantgarde zur kämpfenden Klasse ein. Und es sind im Grunde genommen, wenn man so will, es sind eigentlich Leninisten, also es gab damals natürlich keine Leninisten, aber wenn man das jetzt zurückprojiziert, es sind Leninisten, die enttäuscht sind, dass sich im Grunde genommen Lenin oder in Deutschland die KPD sich eigentlich gegen sie und gegen ihre Radikalität stellen. Also sie wollen eigentlich sagen noch, naja, hier, schaut euch die Bolschewiken an, die haben ja auch nicht auf bürgerliche Verkehrsform gesetzt, sondern das Ideal der Handlung, das Ideal der Aktion hochgehalten und dadurch eine Bewegung radikalisiert. Und jetzt kommt ihr an und verlangt irgendwie Mitarbeit in Gewerkschaften, Teilnahme an Wahlen und so weiter und so fort. Das kann doch nicht wahr sein. Also die KAPD ist im Grunde genommen tatsächlich wirklich nur, was heißt wirklich nur, aber sie ist der linke, linksradikale Flügel mit der KPD. Und auch hier, wir reden also von 1920, 21, 22, auch hier gibt es keine wirkliche Klärung drängender theoretischer Fragen. Und in diesen mitteldeutschen Kämpfen, die ja so der Höhepunkt der KAPD-Entwicklung sind, Schrägstrich ihren Niedergang auch einleiten, weil diese mitteldeutsche Kämpfe ja letztendlich verpuffen, drückt sich das ja aus. Es gibt ja keine einheitliche Kampflinie. Man hat, ich sag mal, die Arbeiterlinken, um zum Beispiel einen Aktivisten namens Utzelmann, Vorname fällt mir gerade nicht ein, der Führer der aufständischen Arbeiter in den Leunawerken war und der davon ausging, es müssen Massenaktionen stattfinden, Betriebsbesetzungen. Und du hast auf der anderen Seite die insurrektionalistischen Gruppen um jemanden wie Max Hölz, die auf Guerilla-Aktionen setzen, auf Stoßtrupp-Aktionen und im Grunde genommen eine militärische Lösung suchen, beziehungsweise ihr nicht abgeneigt sind. Also es gibt auch da letztendlich kein Verständnis darüber, es kann auch in so einer Situation nicht wirklich zu einem Austausch kommen, klar, aber welche Kampflinie man eigentlich tatsächlich einschlagen soll. Und diese Konfusionen, dieses Aufgeschmissensein, also dass man letztendlich auch keinen Plan hat, führt dazu, dass auch die KAPD ziemlich schnell in den Strudel zahlreicher Spaltungen hineingezogen wird. Du bist mit den mitteldeutschen Märzkämpfen jetzt schon auch sozusagen ja beim Höhepunkt und Niedergang der KAPD angelangt. Ja. Vielleicht da nochmal einen Schritt zurück, denn es gibt ja parallel zur KAPD die AAU oder die AAUD, also die Allgemeine Arbeiterunion Deutschlands, die auch mit der KAPD zusammenarbeitet. Und es gibt für diesen Flügel auch das Stichwort des Unionismus. Also es sind die Unionen, die da gegründet werden, wobei man sagen kann, es ging der Allgemeinen Arbeiterunion darum, jenseits der alten Gewerkschaften Betriebsgruppen aufzubauen oder auch Einheitsorganisation, dieses Stichwort hast du auch schon genannt. Was ist denn das Charakteristische dieser Betriebsgruppen? Und damit sind wir tatsächlich ziemlich nah schon an dem, was man dann Rätekommunismus nennen kann. Die Idee kommt eigentlich aus Amerika, wo es die Vorstellung einer One Big Union gab, vertreten von dieser Gruppe oder dieser Gewerkschaft, die man als die Wobblies kennt, die Industrial Workers of the World, die natürlich auch in Amerika sich herausgebildet haben, eine Arbeiteraristokratie, die vielfach migrantische Arbeiter, ungelernte Arbeiter, ja, viele Frauen, Schwarze organisiert haben und gesagt haben, ein revolutionärer Klassenkampf ist nur möglich, wenn man alle Bornierungen, alle Privilegien, also Bornierungen der Berufe, Bornierungen wie, ihr seid gerade eingewandert, meine Familie ist vor 100 Jahren schon hierher gekommen, also ethnische Segregation und so weiter, wenn man das alles hinter sich lässt und wirklich ganz darauf guckt, okay, wir müssen ungeachtet der Berufe, ungeachtet der Herkunft, der Ausbildung und so weiter und so fort, die Arbeiter, Arbeiterinnen an einem Arbeitsplatz gemeinsam, ohne eben diese Hierarchien, organisieren. Diese Bewegung der Wobblies war innerhalb von Gewerkschaftsaktivisten weltweit, durchaus weltweit bekannt. Das hat damit natürlich zu tun,
dass sie sich auf viele migrantische Arbeitskräfte stützte, die wiederum natürlich Familien in Europa hatten. Es hat aber auch damit zum Beispiel zu tun, dass die Wobblies in Bremen, Bremerhaven, dem Auswandererhafen schlechthin, ich glaube der größte deutsche Auswandererhafen, schon agitiert haben. Also die ausreisewilligen Leute schon mit Flugblättern versorgt haben, um klarzumachen, okay, es gibt da drüben eine Organisation, die gewissermaßen mit euch, für euch kämpft, unter Absehung aller, naja eben, Einwanderer oder Standesprivilegien, wie auch immer. Und ich denke, man müsste das jetzt noch, es ließe sich bestimmt, wenn man sich so Flugblätter anguckt oder wenn man auch nochmal irgendwie in die Archive geht, vielleicht nochmal Briefwechsel sich anguckt. Ich denke, dass dieses Prinzip der One Big Union, auch wenn man jetzt vielleicht die Wobblies da nicht so hochhängen sollte, aber es hat seinen Rückstoß gehabt, nämlich in dieser Idee der Arbeiterunion, die dann in Deutschland 1919 auch wildwüchsig entstehen und die diesem Prinzip der Organisation abseits von Berufen, abseits von Privilegien, diesem Prinzip folgen oder dieses unbedingt stark machen wollen. Und dann auch kritisieren, dass es dann keine Aufspaltung mehr in einerseits ökonomische, andererseits politische Kämpfe geben dürfte. Das ist ein Konzept, das noch die KAPD vertritt. Die sagt, es gibt halt diese Entwicklung an der Basis, aber es bedarf immer noch einer Zentralorganisation, um diese Basisgruppen gewissermaßen zielgerichtet in die Klassenkämpfe hineinzuführen. Also die Klassenkämpfe, die auf die Umwälzung der Staatsmacht abzielen. Und da wiederum gibt es eine Kritik, die wird von besagtem Otto Rühle aus Dresden sehr, sehr stark gemacht, der sagt, nein, wenn wir das ganz konsequent sehen, ja, wenn wir auch wirklich begreifen, welche Rolle eigentlich auch der Betrieb oder die Fabrik in dieser Gesellschaft haben, das sind ja die Nerven, die Knotenpunkte, die Schaltstellen ihrer Reproduktion. Und wenn sich dann daraus die Kämpfe ergeben, wozu bräuchte es dann noch einen politischen Überbau? Und das gipfelt dann in dieser Parole und das ist dann tatsächlich gewissermaßen der Durchbruch zum Rätekommunismus. Die soziale Revolution ist keine Parteisache. Ich denke, dass man genau an dem Punkt auch schon anfangen kann, ja, zu diskutieren oder einen üblichen Vorwurf zu diskutieren, der an den Rätekommunismus, an die rätekommunistische Position gemacht wird. Und dieser Vorwurf lautet ja so ein bisschen, die Rätekommunisten konzentrieren sich nur auf die ökonomische Auseinandersetzung, zum Beispiel in diesen Betriebsgruppen und streichen das Allgemeinere, das Politische einfach durch. Du hast diesen Vorwurf auch schon so ein bisschen vorweggenommen, indem du betont hast, es geht ja erstmal um sozusagen die Aufhebung der Trennung von politischer und ökonomischer Auseinandersetzung. Und das geht ja zurück eben auf die zentrale Erfahrung, dass die Trennung in große Gewerkschaft hier, große sozialdemokratische Partei da, dass genau diese Trennung halt die kapitalistische Herrschaft ja eigentlich stützt und reproduziert und sogar verstärkt. Nun kann man vielleicht trotzdem sagen, braucht es nicht sozusagen eine Art von Synthese und ist es möglich sozusagen nur von den Betrieben aus organisiert, tatsächlich sozusagen das Interesse der gesamten Klasse zu organisieren und zum Ausdruck zu bringen? Braucht es nicht tatsächlich, ob man das nun Partei nennt oder nicht, etwas Allgemeineres, das eben sozusagen die politischen Rahmenbedingungen dieser Klassenauseinandersetzung auch bearbeitet? Ja, das ist, denke ich, eine Frage, die sich letztendlich nur historisch klären kann, die man nicht rein logisch ableiten könnte oder rein logisch, soziologisch ableiten kann. Also, wenn man jetzt einen Bogen meinetwegen auch schon zu unserer Zeit ziehen würde, dann ist ja eindeutig der Trend, dass das, was sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts abgezeichnet hat, nämlich eigentlich eine Krise der politischen Repräsentation, dass sich das in den sozialen Bewegungen und Kämpfen der heutigen Zeit ja weltweit mittlerweile durchsetzt oder dass es durchgehend da zum Ausdruck kommt. In dem Sinne hätten sicherlich die Leute recht, die von Anfang an gesagt haben, dass es keinen von den sozialen Bewegungen abgelösten, gesonderten Apparat bedarf, der gewissermaßen dann diese sozialen Bewegungen irgendwie homogenisiert, synthetisiert und dann halt zu einem Sieg im Kampf um die Staatsmacht oder so führt. Das ist die eine Seite, aber ich habe ja schon sehr aufgeweicht von sozialen Bewegungen gesprochen.
Und dann hat man dann so Sachen im Kopf wie die breite Klimabewegung oder meinetwegen die Gelbwesten oder meinetwegen Black Lives Matter, also unterschiedlichste Kampflinien, unterschiedlichste soziale Subjekte, die sich da artikulieren. Und das wiederum verweist auf das, worauf du vielleicht hinaus wolltest, ob nicht, nämlich auf die Kritik, dass die Rätekommunisten, ja, ich will nicht sagen, zu sehr auf die Betriebe fixiert waren oder zu sehr auf die Fabriken, sondern vielleicht zu sehr auf ein bestimmtes Bild einer Industriearbeiterschaft. Und hier auch wirklich Industriearbeiterschaft gesagt, also dass es ein männliches, eurozentrisches Bild ist des revolutionären Subjektes. Und dass man auch durchaus damals schon hätte herausfinden können, dass viele soziale oder viele Klassenkämpfe eben von Gruppen angestoßen wurden, die nicht in dieses Bild passen. Und das wäre eher mein, also meine Kritik wäre jetzt nicht zu sagen, sie sind zu sehr auf die Betriebe fixiert oder sie sind zu sehr auf das Ökonomische. Wir haben ja gerade gesehen, also letztendlich gibt es da auch nicht eine wirkliche Klärung. Man könnte sogar sagen, sie sind sogar noch zu wenig darauf fixiert, wenn sie nämlich, wie zum Beispiel Max Hölz, davon träumen, dass man das Kapital militärisch herausfordern könnte. Es gab schon damals Indizien oder auch Kampferfahrungen, die in eine ganz andere Richtung weisen. Also wenn man zum Beispiel denkt, was die Linkskommunistin, keine Rätekommunistin, aber doch eine linksradikale Sylvia Pankhurst in East London an Organisationsarbeit mit dem dort lebenden Subproletariat geleistet hat. Also ich hatte mir überlegt, ob ich nicht auch ein längeres Kapitel eben zu Sylvia Pankhurst im Buch dabei haben wollte oder sollte und hab mich letztendlich dagegen entschieden, weil sie doch zu weit außerhalb dieser Entwicklung hin zum Rätekommunismus steht. Es ist sicherlich eine extrem bemerkenswerte Gestalt, aber halt tatsächlich, es wäre ein bisschen, man täte dem Begriff des Rätekommunismus ein bisschen Gewalt an oder zu sehr Gewalt an, wenn man sie dazu nimmt. Aber ihre Biografie, eingebettet in den sozialen Kämpfen dieser Zeit, also 10er Jahre, London, Subproletariat, verweisen darauf, dass sich da ganz andere Subjekte artikulieren. Und das ist in ihrem Fall, sind das zum Beispiel Mieterinnenstreiks, also Frauen, die gegen Mietwucher und für angemessene Wohnverhältnisse gekämpft haben. Natürlich auch Kämpfe darum, dass Frauen der Zugang zu medizinischer Versorgung vereinfacht wird und so weiter und so fort. Also schon damals hätte man durchaus sagen können, ja, das ist vielleicht ein Problem, wenn man zu sehr auf den männlichen europäischen Industriearbeiter starrt und zu wenig auf feministische Kämpfe, zu wenig auch auf die Rolle des schwarzen Proletariats in den USA blickt. Ist mit Sicherheit eine Schwäche überhaupt des gesamten linksradikalen Marxismus dieser Zeit, ja. Du hast Sylvia Pankhurst als Beispiel genannt. Ich finde, ein wichtiges und gutes Beispiel ist zum Beispiel auch die Sozialistin Toni Sender, eben dann doch wieder in Deutschland, die zum Beispiel 1919 auf der Leipziger Frauenkonferenz kritisiert hat, dass eben in der Praxis der Arbeiterräte die Position der Hausfrauen unsichtbar bleibt und dadurch vor allen Dingen eben Frauen auch aus den Räten ausgeschlossen sind tatsächlich, wenn die eben ausschließlich in den Betrieben gewählt werden. Und Toni Sender hat demgegenüber zum Beispiel auch vorgeschlagen, Hausfrauenräte mit ins Spiel zu bringen, wo man eben auch sagen kann, ja, das ist sozusagen eine Kritik, die gleichzeitig die rätekommunistische Lösung selbst mitliefert. Trotzdem sind das ja genau Vorschläge, die dann in den 20er Jahren nicht mehr diskutiert werden und nicht mehr aufkommen, wo ich das Gefühl habe, das ist tatsächlich eine Niederlage in der Niederlage der Novemberrevolution, weil diese Vorschläge und Diskussionen davor halt eben schon da gewesen sind. Absolut, genau. Und das sind Gedanken, die sich dann erst wieder breit, auch in einem marxistisch- oder kommunistisch-feministischen Gespräch, Diskurs, erst in den 70er Jahren wieder artikulieren. Nämlich, welche Arbeit wird eigentlich unsichtbar gemacht? Und welchen Anteil hat diese unsichtbare Arbeit, also was ja dann auch genannt wurde, die Arbeit aus Liebe, ja, die Hausarbeit, die Bereitstellung der wahren Arbeitskraft, die eine männliche erstmal ist, durch die sogenannte Hausarbeit der Frauen. Und das wird erst in den 70er Jahren
wieder oder zumindest theoretisch in seiner Angemessenheit diskutiert. Da beziehe ich mich, ich binde das ein, und da beziehe ich mich auf eine frühere marxistische Feministin, die aber dann auch den, aus ihrer feministischen Perspektive den Marxismus sehr stark kritisiert hat, nämlich Christel Neusüß, die viel zu früh verstorben ist, also dann an allen Debatten dann ab den 90ern dann nicht mehr teilnehmen konnte, und die ein sehr, sehr, sehr interessantes, lesenswertes Buch, das auch vor kurzem wieder aufgelegt wurde, geschrieben hat, nämlich über die Kopfgeburten der Arbeiterbewegung. Und wo sie genau das beschreibt, dass der Klassenkampf oder eine bestimmte Vorstellung von Klassenkampf dazu führt, dass große Teile der Klasse, nämlich der weibliche Teil, wieder unsichtbar gemacht wird oder abgedrängt wird, nicht wichtig genommen wird, bevormundet wird, und dass im Grunde genommen diese Verdrängung der weiblichen Perspektive, der weiblichen Kämpfe, ein ganz entscheidender Integrationsmechanismus der gesamten Arbeiterbewegung dann war. Und ja, sie hätte mich jetzt, also sie wäre nicht einverstanden, wenn ich sie zu einer Rätekommunistin ehrenhalber erklärt hätte, also weil sie sich doch mit ihrem Feminismus sehr, sehr harsch gegen einen für sie sehr patriarchalen Marxismus gestellt hat. Ich finde aber trotzdem, dass eine Diskussion, die wirklich alle Dimensionen von Arbeit unter kapitalistischen Bedingungen umfasst, dass sie da extrem wertvolle Einsichten und Gedanken hinterlassen hat. Ich würde gern zurückkommen zu Theorie und Geschichte des Rätekommunismus. Ein wichtiger Punkt, den du schon so ein bisschen angestriffen hast, ist die Kritik des Bolschewismus, die es gibt aus diesen rätekommunistischen Zusammenhängen heraus, wo man ja vielleicht sagen kann, es gibt mehrere Phasen dieser Kritik oder dieses Verhältnis, weil wir haben ja gesehen, im Ersten Weltkrieg in der Opposition zur Mainstream-Sozialdemokratie gehen Bolschewiki und die späteren Rätekommunisten zusammen. Dann hast du die KAPD sogar als Ultraleninisten bezeichnet. Da gibt es aber die ersten Differenzen, weil sich die KAPD ja durchaus gründet, in dem Ansinnen, Teil der kommunistischen Internationale zu werden, sich dann aber den Beitrittsbedingungen der Kommentaren nicht unterwirft. Und dann wird die Kritik des Bolschewismus immer entschiedener in diesen Kreisen. Was ist denn Hauptstoßrichtung dieser rätekommunistischen Bolschewismuskritik? Dass aus der russischen Revolution ein moderner russischer National- und Zentralstaat entstanden ist, den man in einem weiteren Sinne in die Entwicklung kapitalistischer, bürgerlicher Nationen einordnen kann und der sich also gegen die Interessen auch des russischen Proletariats selber richtet. Was sich halt ausdrückt, dass in Russland die Streikwellen und Aufstandswellen, von denen dann halt diese Kronstädter Kommune 100 Jahre, also 1921, dieses Jahr ist das 100-jährige Jubiläum oder 100-jährige Gedächtnis daran, von denen die Kronstädter Kommune nur ein Ereignis ist. Und dass sich dieser Staat gegen die Interessen auch des eigenen Proletariats richtet, sieht man halt auch daran, dass diese ganzen Aufstandsbewegungen mit äußerster Repression verfolgt werden. Und dass im Grunde genommen eine russische Arbeiterlinke, die es gegeben hat, die relativ groß, recht groß war, die auch eigene Theoretiker hervorgebracht hat, Aktivisten, eigentlich dann 1926 restlos zerschlagen war. Leute sind ins Exil gegangen, waren damals schon im Knast oder mussten abschwören, zumindest eine Zeit lang, ehe sie ja dann doch unter dem Stalinismus unter die Räder, ganz unter die Räder gekommen sind. Also die Kritik an der russischen Revolution, am Bolschewismus, ist zunächst eine taktische, dann eine strategische. Also die taktische bezieht sich auf die Frage, welche Rolle hat die Partei? Die strategische bezieht sich auf die Frage, was ist überhaupt die internationale Lage? Die internationale Lage wird so eingeschätzt, dass in Europa, Zentral- und Westeuropa, eine Revolution bevorsteht, aber blockiert werden könnte, wenn die radikalen Kräfte dazu angehalten werden, sich wieder mit den Sozialdemokraten zusammenzutun. Also da ist noch der Vorwurf, die Bolschewisten schreiben uns eine falsche Strategie vor, also einen falschen Gesamtangang der Situation. Und gewissermaßen der letzte Schritt ist zu sagen, ja Moment, die falsche Taktik, die falsche Strategie resultiert nicht etwa aus
einer theoretischen Unklarheit her, die man halt beseitigen könnte oder auch nicht. Nein, sie hat ganz fundamentale Gründe, die die Rolle der Bolschewisten eben jakobinisch werden lassen. Also eine Partei, die eine, ja vielleicht nicht von den Trägern, aber von ihrem sozialen Gehalt bürgerliche Revolution anstrebt, durchführt, verwirklicht. Also es ist im Grunde genommen eine, wir haben in den verschiedenen Etappen von eben Otto Rühle, die soziale Revolution ist keine Parteisache, bis halt zu diesen Thesen über den Bolschewismus von Karl Schröder und Helmut Wagner, eine Fundamentalisierung, eine Tieferlegung der Kritik. Sie mündet halt darin zu sagen, also sie soll nicht moralisch sein, ja, also das ist ja immer so das Problem von Trotzki in seiner Stalin-Kritik, dass er zu häufig auf den Punkt kommt, Stalin ist ein verkommenes moralisches Subjekt. Und das ist zu wenig materialistisch. Und die Anstrengung ist zu zeigen, konnten eigentlich die Bolschewiken mehr als eben nur diese Nationalstaatspolitik betreiben. Und da ist dann die Antwort oder der Schluss dieser Thesen über den Bolschewismus eigentlich nicht. Sie konnten es nicht. Ich finde diese Thesen in ihrem Tiefgang sehr beeindruckend und fand, dass, also da kommt so die analytische Schärfe des Rätekommunismus zum Vorschein. Trotzdem, gerade in dem letzten Aspekt, den du da ansprichst, immer auch ein Zug von Fatalismus oder sogar Determinismus. Es hat gar nicht anders kommen können. Das ist was, wo ich immer wieder das Gefühl habe, es gibt auch einen Widerspruch innerhalb dieser rätekommunistischen Theorieproduktion, dass man auf der einen Seite eben sozusagen das Spontane der Bewegungen betont und auf der anderen Seite dann sozusagen zu solchen Schlüssen kommt, die Bolschewiki zum Beispiel, sie hätten gar nicht anders gekonnt. Ja, ich finde, dass das auch, also es gibt Texte, wo das aufgelöst wird, oder man merkt es bei Paul Mattig, der dann zur zweiten Generation der Rätekommunisten zählt, also der zur Zeit der Novemberrevolution erst 14 Jahre alt war und im Grunde genommen erst in den 30er Jahren zur theoretischen Arbeit kommt, oder auch bei Anton Pannekoek. Also es gibt immer schon so Versuche, das aufzuschlüsseln, also in welchem Verhältnis stehen determinierende Faktoren und die Selbsttätigkeit der Massen, ne? Aber auf so einer Oberfläche ist das genauso, wie du das beschreibst. Es steht erstmal unverbunden gegenüber. Und ja, ich würde nicht sagen, es ist deterministisch, sondern es hat tatsächlich diesen Fatalismus. Und genau der sollte ja überwunden werden. Also als fatalistisch galt ja durchaus, wenn man jetzt nochmal zurückblickt, Rosa Luxemburg, die sich keine Mühe macht oder die zumindest nicht dahinter kommt, zu erklären, was Spontaneität ist, sondern diese Spontaneität einfach als Gesetz sieht und sagt, okay, es wird kommen, das Proletariat wird halt handeln. So. Und Leute wie Pannekoek, wir sind jetzt wieder in der Vorkriegszeit vor 1914, sagen, das ist zu wenig. Sondern man muss genau angucken, wo sind denn die Angriffsstellen des Proletariats, wo ist eigentlich das Proletariat schon so weit, dass es auch spontan handeln kann oder völlig autonom handeln kann und so weiter und so fort. Also er schlägt damals eine wesentlich differenziertere Betrachtungsweise der Eigentätigkeit des Proletariats vor, als es bei der literarisch ungleich begabteren Rosa Luxemburg der Fall ist. Trotzdem gibt es gerade so, ja, ich sag mal so in der Schlussphase der Weimarer Republik eben diesen Fatalismus, dass man das nicht weiter durchdringt. Warum handelt das Proletariat? Warum handelt es nicht, sondern es als gegeben hinnimmt? Und dementsprechend taumeln auch große Teile des dann ja doch geschrumpften rätekommunistischen Milieus diesem Faschismus entgegen, ne? Dem sie am Anfang halt auch tatsächlich sehr begriffslos gegenüberstehen. Also es gibt Dokumente von rätekommunistischen Diskussionen in den 30er Jahren, die sind sehr wortreich und da wird also wirklich sehr elaboriert der Niedergang der Rätebewegung in Deutschland beschrieben. Aber die Vorstellung, dass es dann so etwas wie den deutschen Nationalsozialismus geben könnte, also 31, 32, ja nicht von der Hand zu weisen, findet in diesen Reflexionen kaum einen Platz. Der Philipp Bourinet hat dort einen Theoretiker namens Rolf oder Ralf Michaelis ausgegraben,
der durchaus kritisch die eigene Geschichte reflektiert und der aber gegenüber dem, was unmittelbar vor der Tür steht, da sehr merkwürdig begrifflos bleibt. Und ich denke, dass das auch eine der Schwächen ist, die sich dann natürlich, klar, theoretische Schwächen rächen sich letztendlich auch immer in der praktischen Arbeit, ja. Wobei man ja in der praktischen Arbeit sehen kann, dass eine der rätokommunistischen Gruppen, zum Beispiel die Roten Kämpfer, ja schon eine Konfrontation haben kommen sehen, einen Weltkrieg erahnt haben und sozusagen, auch weil sie dieses Kommende sehen, sich vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten auf eine illegale Gruppenstruktur einstellen, um eben ja dann auch weiterarbeiten zu können, was sie dann auch tun während des Nationalsozialismus. Sie bemühen sich um eine Analyse des Faschismus, dann im Zuge des Zweiten Weltkrieges. Und du arbeitest auch so ein bisschen in deinem Buch heraus, was eben Aspekte dieser Faschismusanalyse sind. Was ist denn da die Stoßrichtung der Analyse? Ja, da sind die Roten Kämpfer sind, ich weiß nicht, ob man da jetzt sagen kann, die sind die große Ausnahme, aber das wieder ein Indiz für die Heterogenität und die Zersplitterung auch des linken oder linksradikalen Milieus. Ja, das ist eine andere Liga oder eine andere Klasse, jetzt nicht soziologisch, ich meine andere Klasse im Sinne von dem Gehalt. Es handelt sich hier um alte KAPD-Leute, da ist zum Beispiel dieser Karl Schröder dabei, einer der Führungsgrößen der KAPD, die relativ früh zu dem Schluss kommen, dass eine eigenständige Organisierung ja erstmal sinnlos ist. Also eigenständige Organisierung im Sinne von, wir bauen eine schlagkräftige Klassenpartei oder eine schlagkräftige Arbeiterunion wieder auf. Sondern diese Roten Kämpfer verlegen sich innerhalb der Sozialdemokratie, wo das möglich war, denn die Sozialdemokratie hat an ihrer Basis, auch um sich gegenüber der KPD zu profilieren, marxistische Diskussionen durchaus geduldet und gefördert. Also wir organisieren uns in der Sozialdemokratie, um dort zu sondieren, wie tief reicht eigentlich die Niederlage der Arbeiterbewegung nach 1921 und welche theoretischen Anstrengungen sind nötig, diese erstmal überhaupt zu begreifen. Und ja, die Roten Kämpfer haben sehr, 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 sehr früh, also Ende der 20er, Anfang der 30er, also vergleichsweise früh, ne, die Gefahr des Faschismus vor Augen und wissen auch, dass die einfache Rechnung, also after Hitler, our turn, wie es ja immer gerne hieß, also der wird sich schon nach ein paar Monaten abgewirtschaftet haben und dann ist der Weg frei für eine proletarische Revolution und die Roten Kämpfer waren sich eigentlich von Anfang an darüber im Klaren, dass das nicht der Fall sein wird, sondern es wird ein äußerst stabiler, gegenüber sozialpolitischen Forderungen des Proletariats auch sehr integrativer Herrschaftsblock sein und dieser wird sich doch wohl ziemlich lange einer proletarischen Revolution in den Weg stellen. Und damit sind wir bei dem interessanteren Teil der Faschismusanalysen. Derjenige, der das vielleicht am pointiertesten aufgespitzt hat, war ein kleiner Angestellter namens Willi Huhn, der entweder Mitglied dieser Roten Kämpfer war, / bei ihnen oder bei ihnen in die Schule gegangen ist. Also bei Leuten, die dort geschult waren, wiederum Diskussionen und Kurse, wie auch immer, Gespräche, Vorträge und so weiter mitbekommen hat in Berlin damals. Und der Willi Huhn entscheidet sich dann auch, er saß wohl zeitweilig in Haft, war unter Beobachtung, entscheidet sich dann gegen jegliche politische, konspirative Arbeit, schätzt sie als zu gefährlich ein und unterzieht sich einem doch sehr, sehr gründlichen marxistischen Studium, das vor allem eine Kritik der Sozialdemokratie beinhaltet. Nämlich, inwiefern prägt die Sozialdemokratie in ihren Gesellschaftsvorstellungen, die sich im Ersten Weltkrieg herausbilden, eigentlich den Faschismus vor? Stichworte: Zusammenarbeit von Militär, Gewerkschaften und Arbeit, Wiederherstellung der wirtschaftlichen und sozialen Einheit der deutschen Nation, Bürgerkrieg gegen alle überschießenden, selbsttätigen, autonomen proletarischen Kräfte und so weiter und so fort. Das heißt, der Willi Huhn macht sich die Mühe, dass er die repressiven, aber halt auch die integrativen Aspekte des Faschismus im Grunde genommen in die Zeit des Ersten Weltkriegs und in die Zeit der Novemberrevolution und ihrer Niederschlagung, naja, ich will nicht sagen vorverlegt, aber sie dort vorgeprägt findet. Und
erarbeitet dann für sich und für einen sehr, sehr, sehr kleinen Freundeskreis dementsprechend dann auch einige Diskussionspapiere, die helfen sollen, eine neue Arbeiterbewegung nach dem Ende des Krieges und der Niederlage des Faschismus zu begründen. Eine Arbeiterbewegung, die dann unabhängig sich von der Sozialdemokratie entfalten soll. Willi Huhn war ein isolierter Mensch, der dann auch durchaus zu sehr extremistischen Gedanken kam, wie das halt in der Isolation häufig der Fall ist. Und dann zum Beispiel auch den Russlandfeldzug 1941 so geschichtsphilosophisch deuten wollte und daraus dann eine Legitimität der deutschen Aggression gegen Russland ableitete. Das sind dann schon sehr niederschmetternde Dokumente, wo er auch das begriffen hatte und darüber auch dann reflektiert hatte, dass er sich da halt in diesen Wahn hineinsteigerte. Mal ganz kurz zu diesem Wahn. Die Vorstellung war ja, oder man will ja irgendwie dieser betrüblichen Situation, in der man steckt, irgendeinen Sinn abgewinnen. Und er hat also versucht, auch dem Nationalsozialismus, also nicht durchgehend, aber es gibt so Stellen oder Passagen in seinen Texten, die er da in den 40er Jahren so für sich geschrieben hat, wo er dem Faschismus oder dem Nationalsozialismus so eine Art geschichtsphilosophischen Sinn ablauscht. Ne? Nach dem Motto, der Nationalsozialismus zerstört alte Standesgrenzen, schweißt die Menschen zu einer mehr oder weniger egalitären Volksgemeinschaft zusammen. Und das sind alles, könnten doch vielleicht alles Resultate sein, auf denen dann auch eine neue Arbeiterbewegung aufbauen könnte. Das sind so Überlegungen, ja, da sträuben sich einem die Nackenhaare. Es ist auch nicht der durchgehende Zug in seinem Denken und ich habe das also ja wohlwollend, sage ich durchaus offen, dann so genommen, dass das eigentlich Ideen sind, auf die man vernünftigerweise oder auf die man überhaupt nur kommen kann, wenn man völlig isoliert ist und versucht, auf sich gestellt irgendwie einen Reim aus der Lage zu machen. Wirklich für eine ernsthafte Diskussion taugt das natürlich nichts. Ich finde, die Stärke der rätokommunistischen Faschismusanalyse ist, dass auch da noch eine Selbstkritik der Arbeiterbewegung drin ist, dass sie sehen, der Nationalsozialismus richtet sich zwar repressiv gegen die Organisation der Arbeiterbewegung und gegen alle autonomen Regungen der Arbeiterbewegung, wie du es gesagt hast, gleichzeitig nimmt er aber Aspekte der Arbeiterbewegung auf und sozusagen hat sozusagen als ganz wesentliches Element, dass sozusagen die Arbeiterschaft organisiert ist. Und auch da, das leitet sich ja immer auch noch von der Kritik der Sozialdemokratie ab, die auch Willi Huhn zum Beispiel als erste nationalsozialistische Partei bezeichnet hat. Die Schwäche ist dann, darauf weist er auch hin, dass der Antisemitismus nicht gesehen wird als konstitutives Moment auch für den Nationalsozialismus. Na, das würde ich anders sehen. Also das ist zum Beispiel so bei Pannekoek oder bei Otto Rühle, ja, mit seinen Überlegungen zum faschistischen Menschen, was ist der faschistische Mensch, steckt das durchaus drin. Und ich war auch überrascht, wie sehr in seiner Lebensbilanz Anton Pannekoek 1946, wie sehr er da auch dem Antisemitismus eine Zentralität innerhalb der faschistischen Bewegungen zugesteht oder einräumt. Das ist die eine Seite, also es wäre auch zu lieblos zu sagen, sie waren halt so fixiert auf die Arbeiter, sie haben halt alles andere, was da sich an Vernichtung vorbereitete, einfach nicht gesehen. Aber ja, doch, natürlich, im Großen und Ganzen stimmt das. Also es gibt, man hat dieses Destruktionspotenzial, das ja auch nur möglich war, weil es halt von so vielen Leuten mitgetragen und verwirklicht wurde. Ja, also dass sie dieses Destruktionspotenzial nicht voll begriffen haben. Wie aber eigentlich niemand. Also das trifft, denke ich mal, auf die kritische Theorie der 30er und frühen 40er Jahre genauso zu. Es ist nicht so, dass das Verständnis des Antisemitismus oder die Konsequenzen um 1937, 38 herum von vielen Leuten begriffen worden ist. Ne? Und auch die Reflexion darauf in der Nachkriegszeit setzt ja, wir haben ja die Debatte gerade auch um die, wie sagt man so schön, die multidirektionale Erinnerung und um die Frage, ja, wie entwickelt sich eigentlich die Rezeption des Holocaust, dass das durchaus etwas ist, was im Grunde genommen alle Linke betrifft und sich etwas ist, was sich erst Jahre, Jahrzehnte später auch über Etappen wie den Eichmann-Prozess
oder die Auschwitz-Prozesse in Westdeutschland und so weiter erst allmählich entwickelt. Also ich hatte nicht vor zu sagen, dass der Rätekommunismus eine Art Generaltheorie ist, der zu allem irgendwie tolle Sachen gesagt hat. Er hat im Grunde genommen nur eine sehr schmale Perspektive ein. Dessen sollte man sich bewusst sein, bevor man diese Sachen liest, weil die Enttäuschung groß ist, wenn man dieses, ich sage jetzt mal, Paradigma überlastet. Also man liest rätekommunistische Texte, man sollte sie auch nicht lesen, um das letzte Wort zum NS oder das letzte Wort auch zum Stalinismus oder zur Entwicklung der Sowjetunion daraus zu entnehmen. Also das wäre too much. Wir haben jetzt im Gespräch so einige Stationen und Gruppierungen und Theoreme des Rätekommunismus durchgenommen, haben einige Kritikpunkte des Rätekommunismus angesprochen und ich würde gegen Ende gerne nochmal vielleicht auf diesen zentralen Gedanken, nämlich den Rätegedanken, zurückkommen. Wir hatten es gesagt, die Rätekommunisten haben die Räte natürlich nicht erfunden. Du hast auch sozusagen gesagt, über große Teile der rätekommunistischen Theorieproduktion hinweg geht es gar nicht explizit um die Räte. Und vielleicht ist dann eine Ausnahme ein Buch, das 1946 erscheint, das Buch Arbeiterräte von Anton Pannekoek, den wir ja auch schon genannt hatten. Wenn wir vielleicht genau nochmal da drauf schauen, weil das ja auch so eine Art Rückblick oder Resümee vielleicht ist. Was ist denn das Entscheidende, der springende Punkt an den Räten? Wie wird dieses Prinzip der Räte da vorgestellt? Ja, also wenn ich jetzt gerade an unser Gespräch zurückdenke, fällt mir natürlich auf, wie viele Einschränkungen ich oder wir da irgendwie genannt haben. Ne? Also lange Jahre der theoretischen Konfusion und irgendwie eine Unterschätzung des Faschismus, eine Unterschätzung des Antisemitismus, Leute, die in der Isolation auf komische Gedanken gekommen sind und so. Und also ich muss dann schon sagen, dass ich natürlich in dem Buch versuche, den Rätekommunismus, sonst wird es ja keinen Sinn machen, ne? So hätte man ja keinen Spaß bei der Sache, so stark wie möglich zu machen. Und das wird mir insofern erleichtert oder wurde mir erleichtert, weil dieses Buch Arbeiterräte von dem Anton Pannekoek, das er aus dem Kopf geschrieben hat, unter der deutschen Besatzung, er konnte ja nicht in eine Bibliothek, um dann mal die ganzen Sachen bei Marx nachzuschlagen, also dass dieses Buch Arbeiterräte tatsächlich im besten Sinne die Summe der rätekommunistischen Erfahrung ist. Hier zeigt Pannekoek natürlich im Vordergrund erstmal die Hürden, die der Selbstbefreiung im Weg stehen. Und ich finde, er macht das sehr gut. Er geht wirklich die verschiedenen nationalen Kapitalismen durch mit ihren Eigenheiten, also den angelsächsischen, den amerikanischen, den deutschen, französischen und den japanischen, was auch nochmal so ein bisschen den Eurozentrismus relativiert. Und er zeigt, er kommt immer wieder darauf, und zwar nicht im Sinne so einer billigen Ableitungsmechanik, sondern wirklich im Sinne einer genauen Betrachtung des historischen Materials, dass die herkömmlichen, die überlieferten konventionellen Arbeiterorganisationen gescheitert sind, in dem Sinne, dass sie Erfolg hatten, nämlich Erfolg in der Selbstintegration, in dem Einbau des bürgerlichen Staates, des bürgerlichen Politikmechanismus. Und er hat eigentlich wirklich die radikale Fragestellung, okay, wenn das alles gescheitert ist oder wenn der Kapitalismus diese Fähigkeiten hat, die Arbeiterklasse zumindest in krisenfreien Zeiten immer zu befrieden, und vielleicht ist es ja sogar möglich, diese krisenfreien Zeiten über Jahrzehnte zu strecken, was ja dann auch der Fall war, wenn man an das goldene Zeitalter der Nachkriegsjahre denkt, des Keynesianismus bis Mitte der 70er. Ne? Also was bleibt dann eigentlich noch übrig? Und er kommt dann darauf auf die Räte, nämlich auf Organisationen, die im Grunde genommen es hört sich erstmal sehr schwach an, das Wort, ein Forum schaffen, einen Ort schaffen, in dem es möglich ist, die unmittelbaren Lebensverhältnisse, wie sie sich halt aus der Arbeit ergeben, also wie reproduzieren wir uns, wie stellen wir, weiß ich nicht, Ernährung sicher oder überhaupt das, unser basales Wohlergehen, indem diese Fragen zusammenkommen mit den großen Fragen, nämlich, ja, wie wollen wir eigentlich leben? Wie wollen wir das Leben, unser Leben so organisieren, dass uns dafür immer mehr Zeit bleibt, ja, dass immer weniger Zeit für die Arbeit halt dann noch bleibt. Ne? Also wie lässt sich das reduzieren?
dass im Grunde genommen also die Räte ein Ort sind, wo es um sehr, sehr praktische, alltägliche Fragen geht, die aber halt auch immer damit verknüpft sind, mit einer Perspektive der gesamtgesellschaftlichen Gestaltung. Und das, finde ich, ist vielleicht so der entscheidende oder der eigentliche Ertrag, dass Panne Cook es schafft, so ein formales Organisationsprinzip, wie das die Räte nun mal sind, auf Klassenaktionen und auf die Frage, wie wir eben, wie ich es gerade schon sagte, wie wir leben wollen, zu beziehen. Dass sich das gegenseitig durchdringt. Ein späteres Argument gegen den Rätekommunismus ist ja, er setzt zu sehr auf formale Organisationen, wie zum Beispiel halt dem Rat. Ja, und was ist der Rat? Ne? Dann gab es ja auch mal die Frage an Panne Cook, was ist denn, wenn sich in einem Rat eine sozialdemokratische Mehrheit bildet und dann zum Beispiel der Rat dann sich für die Wiedereinführung kapitalistischer Produktionsverhältnisse entscheidet. Ne? Was ist denn so? Du kannst doch soziale Fragen nicht über eine organisatorische, über eine formale Frage lösen. Das stimmt, aber die Stärke bei Panne Cook ist, dass er eben auf diese Existenz der Form beharrt. Dass er sagt, ja, aber hiermit ist ein Ort geschaffen, wo es überhaupt möglich ist, sich darüber zu verständigen. Und wenn es möglich ist, sich darüber rational zu verständigen, sinkt natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass sich letztendlich dann sowas wie Sozialdemokratie oder Stalinismus wieder durchsetzen kann. Und ich finde, er macht das in diesem Buch ziemlich subtil und sehr ausführlich und erinnert einfach auch nochmal daran, dass die soziale Revolution wirklich keine Parteisache ist. Das heißt aber auch im Klartext, dass wir uns an ganz anderen Zeitpunkten orientieren müssen. Für Panne Cook kein Problem, weil er Astronom war. Und man hat ihn auch immer so, auch als, ich glaube, Radek hat ihn auch mal als Sternengucker beleidigt oder irgendwie sich darüber mokiert. Ich denke, dass der alte Panne Cook, und er war dann halt alt nach dem Zweiten Weltkrieg, er ist ja seit 1903 in der Arbeiterbewegung aktiv gewesen, dass er tatsächlich andere Zeitdimensionen für die Umwälzung der Gesellschaft im Blick hatte. Und das geht tatsächlich, rechnet sich in Jahrzehnten, wenn nicht sogar Jahrhunderten. Zu diesen astronomischen Zeitspannen passt vielleicht auch ein bisschen meine abschließende Frage und würde dafür gern nochmal zu dem Anfang deines Buches zurückkehren, wo du, wie ich finde, eine ganz interessante Bemerkung machst, die auch mich selber sozusagen abholt. Da sagst du, dass der Rätekommunismus für gesellschaftskritisch oder revolutionär denkende Menschen interessant ist, die sich mit der Melancholie der kritischen Theorien nicht zufrieden geben wollen oder können. Und das finde ich deswegen interessant, weil mir dein eigenes Buch am Ende doch selber so ein bisschen melancholisch vorgekommen ist. Und ich würde da gern dieses Zitat von Paul Mattig vorlesen, das du da bringst: Um gesellschaftliche Veränderungen zu bewerkstelligen, müssen Aktionen organisiert werden. Organisierte Aktionen aber nehmen immer auch Züge dessen an, wogegen sie sich richten. Es scheint, als könnte man nur das Falsche oder aus Angst vor dem Falschen gar nichts tun. Das politische Bewusstsein des Radikalen ist ein unglückliches Bewusstsein. Sich seines Utopismus bewusst, erfährt es nichts als Fehlschläge. Und weiter gegen Ende bringst du dann noch einen weiteren Satz von Mattig. Vielleicht ist der Sozialismus eine Illusion und die Gesellschaft dazu verurteilt, Klassengesellschaft zu bleiben. Also das vielleicht zugespitzt, was bleibt vom Rätekommunismus und ist er dann in gewissem Sinne nicht auch doch eine melancholische Position? Ja, aber in beiden Texten bekennt sich ja Mattig dann doch am Ende und gar nicht mal trotzig dann doch zu der Möglichkeit, oder das heißt, er bekennt sich, er weist trotzdem auf die Möglichkeit hin, einer grundlegenden gesellschaftlichen Umwälzung, die man dann Revolution nennt, oder vielleicht hat man dann in 50 Jahren dafür ein anderes Wort. Also die Melancholie habe ich tatsächlich so nicht gesehen, und zwar, weil es ja in dem Sinne niemals so dieses abgeschlossene Milieu gab, wie das vielleicht in parteikommunistischen oder in offiziellen kommunistischen Zellen oder Sektionen der Fall war. Also dieses Gefühl, wir sind am Puls der Zeit, es bedarf nicht viel und dann kommt die Revolution und sie kommt dann nicht, dann kommt der Faschismus und dann oder dann kommen die Schauprozesse und dann ist der große Katzenjammer da. Und das ist ja so ein, also Melancholie habe ich tatsächlich dann eher so in der ja auch sehr interessanten Renegaten, sogenannten Renegatenliteratur bei Arthur Köstler oder Manes Sperber gesehen. Und ich hatte ja gerade gesagt, der Panne Cook war hauptberuflich Astronom. Leute wie Jan Appel oder Paul Mattig waren tatsächlich Arbeiter. Und
viele haben halt, das muss man halt auch sagen, waren jetzt keine Berufsrevolutionäre und keine hauptamtlichen Rätekommunisten. Das heißt also, eine Melancholie, die sich ja auch häufig daran knüpft, dass man etwas mitgewirkt hat, was vielleicht hätte größer werden können, aber dann versagt ist, kann sich da gar nicht ausbilden, weil sie gar nicht diese Involvierung in überhöhte Organisationen hatten, waren da gar nicht so, steckten da gar nicht so tief drin. Was gegen diese Melancholie spricht, ist, dass zum Beispiel Mattig sehr, sehr viel Energie, auch in diesen beiden Papieren, die du da zitiert hast, die sich natürlich selbstkritisch verschlüsselt, selbstkritisch mit der eigenen Geschichte auseinandersetzen, dass er aber immer auf diese Krisentendenz der kapitalistischen Gesellschaft verweist. Die Krisentendenz, die eben darauf beruht, dass in dem Moment, wo der Kapitalismus immer erfolgreicher wird, immer produktiver wird, er gleichzeitig den Anteil an ihm, in ihm, der für den Mehrwert zuständig ist, das variable Kapital, die Arbeitskraft, die Arbeiterin, immer mehr einschnürt, immer mehr unter Druck setzt. Ja, es ist ein bisschen der soziale Gedanke hinter dem, was man tendenziellen Fall der Profitrate nennt. Ein sehr umstrittenes Theorem, aber wenn man das mal so ein bisschen systematisiert, dann steckt da ja ein ganz interessanter Gedanke hin. Also dass der Kapitalismus nicht an seiner Fehlfunktion zugrunde gehen wird, sondern an seinem Erfolg. Und Mattig sagt ja, gibt ja auch ein Interview, wo er dann auch ziemlich freimütig bekennt, naja, Arbeiter sind halt auch Arschlöcher, ne? Also natürlich, es ist halt auch die korrumpierte Klasse. Es ist halt auch die Klasse, die halt auch zufrieden ist, wenn sie halt einmal, zweimal im Jahr in Urlaub fahren kann. Ja, und warum auch nicht? Also warum sollte sie auch nicht zufrieden sein? Also es gibt keinen Grund, sich darüber moralisch zu erheben. Aber das Argument ist, der Kapitalismus lässt die Leute halt nicht in Ruhe. Es ist halt kein stationäres System. Es ist halt kein selbstgenügsames System. Wenn es das wäre, könnte man ja wirklich sagen, wir frieren das jetzt mal ein und dann leben wir alle irgendwie so und kommen, ja, Stichwort Sehnsucht nach dem Sozialstaat, das haben ja viele Linke, und wir da wollen wir hin zurück. Aber es hat auch einen Grund gegeben, warum dieser Sozialstaat zerstört wurde. Der wurde doch nicht aus Böswilligkeit zerstört, sondern aus immanenten Entwicklungsgesetzen dieses Regimes. Und da will also Mattig zeigen, der Kapitalismus ist kein geschlossenes System, sein Totalitarismus ist begrenzt und in dieser Begrenzung liegt halt die Chance, dass gewissermaßen die Leute irgendwann sagen, okay, es reicht, wir brauchen was, was sich wirklich grundsätzlich vom Verkauf unserer wahren Arbeitskraft gegen Lohn unterscheidet. In dem Sinne ist Melancholie, würde der Mattig sagen, wahrscheinlich eine rein persönliche Angelegenheit. Und er war ja, wenn man, es gibt ja einige Interviews mit ihm und auch Radiosendungen und so. Und er hat das ja überhaupt nicht gemocht, Fragen nach persönlicher Haltung, persönlicher Befindlichkeit und so. Da war er ja immer sehr schroff, hat das so zurückgewiesen. Und es ist so ein bisschen so das, was auch mal der Günther Anders wieder eine ganz andere Geschichte gesagt hat. Er sagte doch, wenn ich verzweifelt bin, was geht's mich an? Und das ist dann vielleicht auch die Haltung von jemandem wie Mattig oder Pannekoek.